Hi Leute, schön, dass ihr einschaltet. Und heute ist eigentlich ein guter Tag. Es ist ziemlich früh am Morgen, aber ich habe direkt die Cam hier eingeschaltet, weil es was Tolles zu berichten gibt. Ich irre mich selten gerne, aber in diesem Fall feiere ich es richtig. Denn letztens in einem Video hatte ich gesagt, dass es zum Release Day sehr wahrscheinlich Richtung negativ gehen wird mit dem Game oder zumindest gemischte Bewertungen. Das haben wir jetzt teilweise auch erlebt, dazu aber gleich mehr im Video. Aber es gibt einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied heute und das gucken wir uns zusammen im Video an. Also viel Spaß und lasst uns starten. Als ich gestern Abend noch auf YouTube herumgesucht habe, ist mir das Review von der GameStar ins Auge gefallen. Ich bin leider noch nicht fertig geworden, das Ding durchzuschauen. Deswegen werde ich jetzt heute auch noch keinen Kommentar dazu abgeben, wie dieses Review ist. Denn ich habe es mir noch nicht in Gänze angeschaut, das werde ich aber noch tun. Das Schöne ist aber, und da kommen wir jetzt auch gleich zum Punkt und zu einem großen Punkt vom Video, ist, was ich in der Kommentarspalte gefunden habe. Also der Tenor war letztendlich der, ähnlich wie bei IGN, ich vergleiche das Review jetzt nicht mit IGN, sondern das gleiche Verhalten in der Kommentarspalte. Das heißt, IGN basht zum Beispiel Suicide Squad, alle in der Kommentarspalte bashen ebenfalls Suicide Squad. Da ist eigentlich 95% Zustimmung, soweit ich das bisher durchgescrollt habe, kann mich aber objektiv betrachtet auch vertun, ja, ganz klar. Aber so war mein Eindruck. Und hier habe ich dann aber dieses Kommentar gefunden und ich habe es so gefeiert. Gerade, also zwischen all den Kontrameinungen gegen dieses Game kam dann dieses Kommentar. Gerade mal bei Steam vorbeigeschaut, mir sind fast die Augen rausgefallen. 82% fallen wohlwollend aus. Damit sind wir bei der Gesamtwertung sehr positiv angekommen. Kannst du dir echt nicht ausdenken, das Spiel wird momentan sehr gemocht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ich könnte darauf wetten, dass jetzt als nächstes kommt, die Bewertungen sind gekauft. 100%. Denn es kann ja niemand selbst für sich jetzt einen Reim draus machen, wie jetzt irgendwelche Spieler dieses Spiel gut finden können, ja? Das passiert ja auch bei uns jetzt hier unter den Videos. Ich kriege auch hier Hate ab und so, nur weil ich das Spiel gut finde und weil ich auch ein paar Punkte einfach verteidige, wo ich sage, hey, ich kann das nicht verstehen, was man jetzt daran kritisiert, weil es ein Loot-Shooter ist zum Beispiel und kein Action-RPG wie in Batman Arkham mit einer abgeschlossenen Story. Aber gut, darüber wollen wir heute nicht weiter. Ja? Nutzer-Reviews gehen wie gewohnt am Taste der Experten-Reviewer vorbei. Und das fand ich so ein ganz netter Seitenhieb von Brandwein42 hier an der Stelle. Ich hoffe, es ist okay. Das ist ein öffentliches Kommentar, also nehme ich es auch öffentlich ins Video. Und da gehen wir auch gleich rüber. Ich habe nämlich gleich einen Screenshot gemacht. Ich dachte, diesen Moment muss ich festhalten. Also auf Google findet man es hier mit dieser 9 von 10 gerade sogar 1006 Bewertung bei Steam. Und dann habe ich weitergemacht und habe hier auch gleich nochmal ein Foto gemacht von 84% von 576 und heute, Leute, 87% sehr positiv, 1158, ja. Also einfach super geile Sache, Leute. Deswegen das Video heute. Ich feiere das einfach und ich denke, einige, die hier beim Kanal dabei sind, feiern das einfach auch mit. Es sind hier viele Spiele eingestiegen. Ich hatte eigentlich erwartet, es wird gemixt oder es wird sogar negativ gehen. Aber die Leute, die sich das Spiel gegönnt haben, die das gewagt haben, da reinzugehen, trotz zum Beispiel einer GameStar jetzt mit 68% Wertung. Suicide Squad bietet kurzweilige Action, aber verfüttert sein Potenzial an den unstillbaren Servicehunger. Oder trotz des Metacritics momentan bei 61, also sehr gemixt. IGN hat 50 bisher vergeben, GamePro Germany hat 60 vergeben. Ja, sowas hier, da haben wir das auch nochmal, das Review, wo hier eigentlich auch ganz viel einfach mit Arkham-Zeit zurück erinnern. Wie war es bei Arkham? Rocksteady Arkham, Rocksteady Arkham. Das hören wir ganz, ganz häufig bei ganz vielen Reviews. Wenn man sie durchliest, kommt immer Batman Arkham, Suicide Squad, Kill Justice League. Es wird immer dieser Vergleich gemacht und es wird immer wieder dieses Ding aufgerollt. Und das ist eine Sache, die ich halt einfach kritisiere, weil ich finde, sie ist einfach völlig unangebracht. Es ist, ich vergleiche das Ganze hier so mittlerweile ein bisschen damit, wie ein Country-Singer, ja, ein Star im Country-Music-Business und der beschließt irgendwann Popmusik zu machen. Und genauso wäre es da, dann wäre es immer der Country-Singer, der jetzt Pop macht und Pop ist ja total kacke und der sollte lieber bei Country bleiben und so machen sie es eigentlich mit Rocksteady. Rocksteady hat ja die guten Batman Arkham Games gemacht, die sollen jetzt bloß nicht so ein
Live-Service-Loot-Shooter-Game machen, weil es alles zum Kotzen ist. Und dieser Ball wird hier einfach die ganze Zeit hin und her gekickt von der ganzen Presse und das nimmt halt einfach kein Ende. Aber, und das ist ja heute das Schöne in diesem Video, wir sehen halt einfach, ja, Leute, die wirklich das riskieren und sagen, ja gut, ist mir jetzt egal, was die Presse sagt. Ich gucke jetzt hier einfach mal rein und gucke, ob das ein gutes Game ist. Ich bilde mir meine eigene Meinung, ja, und gucke, ob es mir Spaß macht. Hier sagen 87% bisher. Jawohl, ist eine geile Sause hier und das ist doch einfach nur zum Feiern, Leute. Also wie gesagt, um das Video abzuschließen, ich irre mich sehr, sehr gerne in diesem Fall, dass hier das Feedback auf Steam negativ ausfällt. Es ist jetzt sehr positiv ausgefallen und für mich persönlich ist das eine wahre Freude, denn ich habe neben einigem Hate jetzt in letzter Zeit in den Kommentaren zu meinen Videos habe ich halt auch viel Rückmeldung bekommen von Leuten, die sich das Spiel geholt haben und gesagt haben, ich habe den Spaß meines Lebens. Für mich ist das eins von den besten Loot-Shooter-Games in der letzten Zeit. Ja, viele haben unglaublich viel Spaß in diesem Spiel. Und ich hoffe einfach, dass sich dieses Spiel auch deswegen weiterentwickeln wird und halt eben irgendwie sich positiv auch in eine Richtung bewegen kann, gegen all diesen Gegenwind, den es bekommt. Denn es scheint ja wirklich einige Spieler zu geben, denen dieses Spiel durchaus Freude bereitet. Und ich verstehe nicht, warum man dann so dagegen ankämpfen muss, dass es tatsächlich eine Zielgruppe gibt, die daran Spaß hat, sondern dass es in einem Medientenor in einer gefühlten Mehrheit so projiziert werden muss, dass es ein scheiß Game ist und niemand es kaufen soll oder niemand daran sich da überhaupt mit befassen soll und da reingehen, so einsteigen soll in das Spiel, ja, damit es möglichst schnell stirbt, sage ich mal, und gar keine Chance hat, sich zu entwickeln und noch weiter zu verbessern und vielleicht noch mehr Leute ansprechen zu können und überzeugen zu können auch, dass es nämlich Spaß machen kann. Also deswegen am besten einfach sich selbst ein Bild machen. Ich sage jetzt nicht, kauf das Game einfach blind, ja, sondern ich weise ganz stark darauf hin, dass man Loot-Shooter-Games, das Konzept davon mögen muss, um dieses Spiel zu genießen, sehr wahrscheinlich. Und wenn man mit Loot-Shooter-Games nichts anfangen kann, wenn man ein Batman Arkham Game erwartet, sollte man die Finger davon lassen. Ich habe ja auch keine rosa-rote Brille auf und sage einfach, alles ist an dem Game gut. Es sind repetitive Elemente drin. Das wissen wir alle eigentlich, die hier auf dem Kanal sind zumindest. Wir wissen, oder die meisten, die daran Spaß haben, wussten im Vornherein, was sie erwartet. Und das Spiel hat auch nicht damit hinterm Zaun gehalten. Es hat nicht gesagt, wir haben gar keine Mikrotransaktionen und dann plötzlich waren welche drin. Also das Spiel hat sich eigentlich, finde ich, fair vermarktet im Voraus, vor Release. Im Gegensatz zu manch anderen Games, die mega fett gehatet werden. Und deswegen finde ich halt, hat halt dieses Game auch diesen Hate nicht verdient. Weil es eigentlich fair mit dem Publikum umgegangen ist im Vornherein. Im Gegensatz zu manch anderen Spielen. Und wenn ich jetzt halt sehe, was hier teilweise hoch gelobt wird von den gleichen Magazinen, was jetzt gerade sich entwickelt im Gaming-Bereich, welche Spiele jetzt gerade hochgehoben werden und was die teils für Elemente drin haben oder wie ausgereift diese Spiele momentan sind oder was die für Backgrounds haben, diese Spiele, was da im Hintergrund abgegangen ist bei der Entwicklung oder solche Dinge, ja, also können wir jetzt ganz viele Sachen aufzählen. Das ist aber vielen ganz völlig egal und das können sie ganz gekonnt ausblenden, nur hier nicht. Und ich finde das schon faszinierend einfach. Abschließend, ich feiere das einfach, dass wir hier ein super geiles Fazit erstmal haben. Rezension von den Spielern auf Steam und mehr gibt's heute für mich nicht zu sagen. Für mich ein toller Tag. Ich denke für die meisten von uns hier heute auch. Wir sehen uns bald im Stream, Leute. Schön, dass ihr dabei seid und danke fürs Einschalten. Teilt das Video gern fleißig und lasst ein Abo da, falls ihr mehr Content zum Game möchtet. Nächste Woche geht's wieder weiter, wenn ich wieder gesund bin. Bis dahin. Ciao und macht es gut.